Ich habe 15 Minuten Zeit, mir auf dieser Map geheime Verstecke aufzubauen. Nach diesen 15 Minuten muss Synthi mich versuchen, hier auf dieser Map zu schnappen. Ich habe noch einen super Mini-Tunnel am Start. Damit wird er nie im Leben rechnen. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und let's go. So, Synthi, bist du jetzt bereit, um einfach mal in die Kammer zu gehen und zu warten? Ich hab richtig Bock, Pat, und gleich werde ich dich schnappen. Da kannst du dir sicher sein. Na, Kollege, das kriegst du nicht hin. Aber wie gesagt, ich gebe dir auf jeden Fall eine Chance. 15 Minuten werde ich mich jetzt hier vorbereiten und dann werde ich dich vernichten. Bis gleich. Let's go. Okay, Freunde, ihr seht, das hier ist einfach mal die Map. Sie ist gigantisch groß und ich habe mir super coole Sachen ausgedacht. Und zwar war mein allererster Plan, mit diesem Keypanel zu arbeiten. Das Coole an diesem Keypanel ist, wir müssen nämlich hier einen Code eingeben. Zack. Und dann, ich werde jetzt einfach mal den Code 1998 eingeben. Ist mein Geburtsjahr. Schreibt doch mal in die Kommentare, wann ihr Geburtstag habt oder in welchem Jahr ihr Geburtstag habt. Und ich würde sagen, das packen wir einfach hier dran. So, jetzt heißt es, wenn man hier vorbeiläuft, das heißt, Synthi wird mich verfolgen. Ich laufe dann hier hin, zack, schreibe den Code 1998 hier rein. Bestätige das Ganze mit der, da unten rechts, mit diesem A-Strich, was darüber ist. Und dann komme ich hier herein. Und die Tür schließt sich ebenfalls automatisch. Das heißt, Synthi wird natürlich total verwirrt sein. Er weiß nicht, welcher Code hier eingegeben wurde und kann dementsprechend nicht in diese heftige Windmühle reinkommen. Deshalb werde ich dann hochrennen und irgendwie versuchen zu fliehen. Da habe ich mir noch nicht angeschaut, was jetzt hier oben genau ist. Aber anscheinend können wir jetzt hier herunterspringen. Das heißt, ich könnte jetzt hier vielleicht eine Wasserquelle hinmachen. So. Irgendwie so eine kleine Wasserquelle hin. Hier, das sollte eigentlich passen. Und diese Wasserquelle ermöglicht es mir halt, einfach, wie gesagt, runterzuspringen, ohne Schaden zu bekommen. Auch relativ unauffällig. Und dann schleiche ich mich einfach mal hier weg, würde ich sagen. So, genau, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich werde hier weiterlaufen. Und was Synthi dann nicht ahnt, ist, dass ich hier eine geheime Tür reinmache. Das Besondere an dieser Tür wird ebenfalls sein, ich habe hier eine Gesichtserkennung am Start. Das heißt, nur wenn ich hier reinlaufe, werde ich reinkommen. Synthi wird da nicht reinkommen, denn er hat ja nicht mein Gesicht und deswegen kommt er nicht rein. Das heißt, zack, ihr seht, ich gehe jetzt hier vorbei. Bumm, die Tür öffnet automatisch, aber sie geht natürlich auch wieder zu. Das heißt, Synthi wird da nicht mitkommen oder es nicht schaffen, mit reinzukommen. Ich mache jetzt hier am besten noch irgendwie so Treppenstufen hin, hätte ich gesagt. So, bam. Und das passt dann auf jeden Fall super gut. Okay, hier können wir dann rausgehen. Ich würde aber sagen, das verbessern wir nochmal ein bisschen, dass man jetzt hier nicht so einfach rausspazieren kann. Denn wir machen es ein bisschen schöner. Mein Plan war nämlich, dass ich hier einen geheimen Tunnel bauen werde. Und wobei, warte mal, ich glaube, das könnte auch so ganz gut funktionieren. Wir machen es anders, Freunde. Wir machen es anders. Und zwar seht ihr schon, ich kann hier einfach einen Tunnel machen. Und hier ist anscheinend schon ein Gang. Der führt einfach mal hier durch. Und so können wir uns ganz einfach herausschlawinern, ohne dass Synthi es mitbekommt. Das heißt, wir laufen dann hier heraus. Er wird es, wie gesagt, nicht mitbekommen. Es ist eigentlich perfekt. So. Das heißt, wir müssen hier wieder irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Synthi wird dann wahrscheinlich immer noch dort hinten versuchen, irgendwie was zu machen. Es wird also sehr, sehr krass. Und von hier aus müssen wir gucken, was wir machen. Denn ich habe ja hier noch diese Ghost-Blöcke am Start. Und eigentlich wäre es super lustig, wenn wir uns hier einfach mal so einen geheimen... Ah, warte mal, hier kommt man außen rein, ne? Ja, okay. Wir machen es folgendermaßen. Ich platziere hier diese Ghost-Blöcke. Die sehen jetzt auf dem ersten Blick aus wie ganz normale Blöcke, sind allerdings keine ganz normalen Blöcke. Und ihr seht schon, mit diesen Ghost-Blöcken können wir einfach hier durchlaufen. Und ich werde das jetzt mal so machen. Wir schnappen uns hier Leitern und können uns dann hier einfach mal hochbauen. So, zack. So. Und Synthi wird natürlich denken, wir haben irgendwie gecheatet. Ist natürlich nicht der Fall. Das Lustige ist halt dann, dass wir einfach mal hier oben auf dieser Mauer drauf sein werden. Also das wird so lustig, Leute. Er wird dann uns hier versuchen, irgendwie zu fangen, weil er sieht, hä, auf der Mauer, da ist jemand. Es wird schon sehr krass. Natürlich müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass wir wieder runterspringen können. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir einfach hier, wo machen wir es hin? Hier in die Ecke vielleicht. Genau, hier können wir das eigentlich hinmachen. So, machen wir einfach so auch wieder so eine ganz kleine Wasserecke. Wir müssen halt davon ausgehen, dass Synthi in dem Moment auch hier hinrennen wird. Deswegen hätte ich gesagt, wir machen auch noch mal vielleicht hier so Ghost-Blöcke hin, zack.
So, zack. Ah, wir machen hier Ghostblöcke hin, genau. So, zack. Dann können wir hier nämlich rauslaufen. Und wir laufen dann wieder an einer Position rein. Ich würde sagen, wir markieren uns das hier mit so einer Tür, dass wir hier wieder reinlaufen können. Zack. Sinti wird, wie gesagt, nicht damit rechnen. Und dann können wir also hier raus. Oh mein Gott, schau dich das an. Das ist der perfekte Plan. Es ist wirklich der perfekte Plan. Oh mein Gott, damit wird er auf jeden Fall nicht rechnen. Und man sieht es ja auch wirklich nicht, ne? Hier durch diesen Dreckblock wurde es auch nochmal ganz schön markiert. Kann man sich also ganz gut merken. Ich würde dann sagen, wir rennen einfach mal hier zu diesem Tunnel hin. Und jetzt ist es ganz cool. Wir können nämlich hier über diesen Block hier. Das sieht aus wie ein ganz normaler Block. Allerdings ist es kein ganz normaler Block. Denn wenn ich jetzt hier mal daneben Redstone hinpacke, seht ihr schon, zack, bumm, kann ich einfach, wenn ich rechtsklick auf diesen Block mache, Redstone ja fließen lassen. Und ich denke mal, das könnte ein ganz guter Vorteil sein in diesem Brunnen. Denn wenn wir jetzt diesen Brunnen hier haben, es ist natürlich super dunkel hier, gar keine Frage. Deswegen würde ich auch empfehlen, packen wir hier ein bisschen Glowstone hin. So zum Beispiel, zack, oder hier hin, zack, sehr schön. Das wirkt auch schon mal sehr, sehr gut. Aber Sinti wird natürlich irgendwann so ein bisschen hektisch sein. Aber wir machen, wie gesagt, Folgendes. Das hier ist der Knopf, bumm. Und wir hauen jetzt hier einfach mal eine Tür rein. So, jetzt ist die Frage, was für eine Tür? Könnten natürlich auch eine Camouflage-Tür machen, ne? Sowas hier. Oh mein Gott, das wäre auch krass. Das wäre auch sehr, sehr krass. Wir nehmen aber eine andere Tür. Wir nehmen einfach mal Secret Iron Door. Ja? Oh mein Gott, diese Eisentür. Perfekt, Leute. Also wir haben eine 100% unsichtbare Eisentür. So, dann können wir jetzt hier durchlaufen. So, und jetzt muss ich hier auch erstmal wieder sorgen, dass wir irgendwas sehen können. Hier, zack. Und hier ist, fließt hier Wasser? Man erkennt das so ein bisschen schlecht gerade. Es fließt. Bin ich hier gerade unter Wasser? Ja, ich bin anscheinend unter Wasser. Das heißt, ich müsste dieses ganze Wasser jetzt hier erstmal wegbekommen. Das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. So, machen wir das zack, zack. So, hier auch alles weg an Wasser, genau. Und deutlich besser, würde ich sagen. Ah, jetzt hier erkennt man es auf jeden Fall. Hier erkennt man, dass so ein bisschen Wasser noch fließt. So, wie gesagt, wir müssen dieses ganze Wasser hier wegbekommen. Ich mache jetzt hier einfach mal Gold hin. Und hier dachte ich mir nämlich, können wir dann so einen ganz kleinen Tunnel hinmachen, weil, wenn ich einfach mal das hier in den Chat reinschreibe, werde ich wieder super klein und kann dann einfach mal in diesen kleinen Tunnel fliehen. Deswegen wollte ich mir hier so einen ganz kleinen Tunnel machen, wo ich dann auf jeden Fall verschwinden kann, wenn er mich wirklich verfolgen sollte. Also falls er jetzt hier irgendwie reinkommen sollte, wird er nicht in der Lage sein, mir zu folgen, weil halt dieser Tunnel hier in die Quere kommt. Ich überlege gerade nur, was das Beste ist. Hab jetzt hier nochmal auf Grasblöcke gewechselt, weil ich glaube, das sieht nochmal ein bisschen besser aus. Einzige, was jetzt hier ein bisschen suboptimal ist, es ist wirklich dunkel hier. Weil wenn ich in die zweite Hand die Fackel tue, dann geht's eigentlich einigermaßen. So, aber mein Plan war jetzt, ich mache jetzt hier, wie gesagt, so ein kleines Loch hin. So, zack. Und dann können wir dadurch auf jeden Fall verschwinden. Ja, wir können das noch besser machen, Leute. Das ist noch besser, die Idee. Wir kommen dann wieder zurück. Aber hier in den Brunnen, irgendwie sowas, in den Brunnen können wir dann wieder zurück reinkommen. Das wäre eine echt lustige Idee. Deswegen sehe ich mal ganz kurz zu, dass wir jetzt erstmal hier dieses Loch hinbekommen. Das mache ich mal ganz kurz. Also das hier ist der aktuelle Zwischenstand. So ein wirklich richtig cooles Mini-Loch. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich da in dieses Mini-Loch herein noch was Cooles mache. Und zwar mache ich da so eine Art Leiter rein, hätte ich gesagt. Kommt jetzt... Ah, warte mal, das ist der falsche Block, wollte ich schon sagen. Kommt hoffentlich einigermaßen zur Geltung. Ich bin gespannt. So, sieht jetzt auf jeden Fall aus wie eine richtig coole Mini-Leiter. Das heißt, wenn man jetzt hier in der normalen Form reinläuft, dann sieht das erstmal so aus. Schaut euch das an. WTF, das sieht einfach aus wie so ein Loch. Oh mein Gott, aber ich schrumpfe mich natürlich gleich dann so hier rein. Zack. Mach jetzt hier, hätte ich gesagt, auch den Boden nochmal in schwarz. Ja, wir können eigentlich hier so schwarze Wolle nehmen. Genau, schwarze Wolle. Dann sieht das nämlich so aus wie so ein unendlich tiefes Loch. Ich denke mal, das kommt auf jeden Fall ein bisschen besser als ein normales Loch. So, zack. Schau ich das an. Ja, so sieht es auf jeden Fall schon deutlich krasser aus. Oh mein Gott. Schau ich das an. Wenn man jetzt in der normalen Form dort reinschaut, dann könnte man wirklich denken, das ist einfach so ein richtig tiefes Loch, wo es nicht mehr weitergeht. Aber natürlich geht es dort noch weiter, denn der Trick an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt hier... Ich kann es überlegen, so zack hier so einen kleinen Fluchtweg mache. Dafür muss ich mich nochmal ein bisschen weiter schrumpfen. So, genau. Und dann buddeln wir uns jetzt nämlich Richtung Richtung Wasser, hätte ich gesagt. Richtung Wasserbrunnen.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das die richtige Richtung ist, aber wir machen es einfach mal. Schaut euch das mal an. Das ist hier einfach aktuell unser Untergrundsystem. Richtig, richtig nice. So, jetzt muss ich hier wieder runterkommen. Zack. Und ich, also die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Das heißt, wir können jetzt hier einfach uns durchbauen. So, zack. Und irgendwann müssten wir jetzt hier auf den Brunnen kommen. Es kann halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Okay, und auf einmal sind wir jetzt hier gelandet. Also schaut euch das an. Wir können jetzt hier theoretisch dann fliehen. Das ist perfekt, Leute. Das ist wirklich perfekt. Oh mein Gott, schaut euch das an. Schaut euch das einfach mal an. Okay. Wenn wir jetzt normal sind, dann sieht das Ganze übrigens so aus, also in der normalen Form. Deswegen hätte ich gesagt... Oh, wo war nochmal der Eingang? Oh, jetzt muss ich gerade nochmal selbst überlegen. Der Eingang war hier, oder? Ja, hier war der Eingang. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir das Ganze ein tiefer. So, dann fällt es nicht so auf. Also hier, okay, kann ich mir ganz gut, glaub ich, merken. Hier ist dann auf jeden Fall der Block darunter, die Möglichkeit, um ja, das Ganze zu öffnen. Und hier sehen wir, ist dann dieses Mini-Loch. Perfekt. Okay, Leute, dann heißt es hier einfach mal schrumpfen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und ja, ich denke mal, wir sind ready, um Sinti einfach mal es heimzuzahlen. Ich würde sagen, Leute, let's go. So, Sinti, 15 Minuten sind vorbei. Du kannst aus deiner Kammer rauskommen. Bist du jetzt bereit? Okay, ja, hast mir aber lange warten lassen, ne? Pet, ja, aber genau. Okay. So, dann würde ich sagen, du musst jetzt hier nochmal kurz reingehen und ich würde sagen, 20 Sekunden Vorsprungzeit gibst du mir, ne? Ja, machen wir 15, komm. 15 Sekunden, ach, reicht auch aus. Okay, so dann 3, 2, 1, go. 15 Sekunden laufen jetzt. Und ja, also ich muss sagen, Sinti, ich habe mir wirklich krasse Sachen ausgedacht. Und ich bin einfach mal so selbstbewusst, du wirst mich nicht finden. Und es geht auch schon genau jetzt los. Sinti, komm raus. Okay. Du kannst ja raus spazieren. So, mal schauen, wo du bist. Schau dich um. Die Map ist aber auch ziemlich groß dieses Mal, ne? Ich habe nicht so... Die Map ist halt auch vor allem verwirrend, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Wo bist du? Da hinten, ich hab dich! Oh nein, nein, komm her. Du findest mich nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Oh nein, geh zu. Komm. Hallo. Nein! Wie kommt man da rein? Wie ist das Passwort? Du willst das Passwort wissen? Oh. 1, 2, 3, 4? Nein, nee. anders. 8, 5, 2, 3? Nein. Ach, gib mir einen Tipp, komm her. Soll ich dir wirklich einen Tipp geben? Ja, einen Tipp, komm, bitte. Okay, es ist 3, 7. 3, 7. 4. 4. 4. 4. 4. Ja. 4. Du, hör auf mich zu pranken, es geht nicht. Weißt wo du, bist du? Nicht? Hallo, guck mal nach links. Hallo. Wo? Oh ja. Mein Gott, komm. Ich hol dich. Mich kriegst du nicht. Wie bist du da jetzt weggekommen? Ah, ich bin da. Ich bin jetzt woanders, Sinti. Ich bin wo bist du jetzt denn schon wieder hin, hä? Hallo, guck mal hier durch. Willst du hier reinkommen? Hallo. Komm, warte, ich baue hier die Tür. Komm nein. her. Nein, es geht nicht. Willst hier, du nicht hier reinkommen? Hier, ich bin's, Pat. Nein, du bist nicht Pat. Du weißt, dass ich da nicht reinkomme, Pat. Ja, okay. Komm her. Dann müssen wir uns wohl später sehen, Kollege. Kein Problem, kein Problem. Ich baue die Tür einfach ab. Selber schuld. Ja, okay, dann bau die Tür ab. Komm. Ja, mach ich. Dauert halt ein bisschen, aber ja. Du kannst die Tür abbauen oder du kannst mal links schauen. Hallo, nach links. Ist das nicht irgendwie einfach? Hä? Wie bist du jetzt von da hingekommen? Bleib stehen, Pat. Weg. Wo bist du? Links, rechts? Nee. Wo bist du hin? Ich bin zum Brunnen gelaufen. Beim Brunnen bin ich doch auch. Nein. Bist du vielleicht runter? Du musst dich ein bisschen besser da umschauen. Also eigentlich bin ich da um Brunnen einmal herumgelaufen. Ja, da bin ich doch auch. Wo bist du? Bist du da oben drauf vielleicht? Ich geh mal in F5-Modus. Nee. Hier bist du auch nirgends. Nein. Komisch. Nein, war Spaß. Ich hab mich da links im Baum versteckt. Da muss im links genau. Hier im Baum, ne? Ich hab's doch hier. Da einmal ein bisschen weiter, genau. Wo bist du? Da oben, oder? So. Komm her. Wenn du auf dem Baum bist, guck mal Richtung, wo du geschaut hast. Ich seh dich da hinten. Oh Gott, nein. Mit Optifine. Nein, ich komme. Oh Gott. Warte. Jetzt schnapp ich dich aber. Nichts da, Kollege, nichts da. Mich guckst du niemals. So. Warte, ins Wasser. Wie bist du, hä? Na? Wo bist du jetzt hin? Hier muss doch ein Vergleich. Hier ist irgendwas geheim. Rechts, hier, hallo. Warte, bleib. Ja, stehen hier, Pat, ich hol dich. Nein, da bin ich. Mich guckst du niemals. Mich guckst du niemals. Ich muss hier hoch, schnell. Komm. Wo bist du hin, Pat? Oh Gott. Hilfe. Hä, ich seh dich nicht. Ich will nicht gefangen werden. Da hinten, ich hab dich wieder gesehen. Du hast mich beim Brunnen gesehen. Nein, ich bin nicht beim Brunnen. Auf jeden Fall bist du im Brunnen. Du bist gerade reingesprungen. Ich bin nicht beim Brunnen. Doch, oh Gott, da bist du. Nein. Wo gehst du hin?
Oh Gott. Moment, ich schnapp mir dich. Nein, du kriegst mich nicht, Doch, hier ist irgendeine geheime Tür, aber wie geht die auf? Nein, es gibt keine geheime Tür, da liegst du falsch. Doch, ich hab's doch gesehen. Ich hab sie. Nein, wo? Hier war's, ich bin drin. Nein, ich komm nicht rein. Jetzt aber. Oh Gott. Bist du? Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Hier ist so ein Loch, aber hä? Ich bin hier nicht. Wie bist du da reingekommen? Du bist doch... nicht mehr hier. Ich bin weg. Wo bist du jetzt schon wieder hin, Pat? Du wirst mich nicht finden, Sinti. Du wirst mich nicht finden. Keine Sorge. Ja. Diesmal habe ich hier den Win geholt. Diesmal habe ich den Win für mich entschieden. Oder denkst du, du findest mich noch? Nee, ich muss mich geschlagen geben. Ich gehe wieder nach oben hier ins Wasser. Ach, Mann, okay. Es war so knapp. Ah, okay, Sinti. Dann kann ich ja auch wieder rauskommen, denn ich warte dich in diesen kleinen Tunnel. Guck mal, siehst du dann komme ich wieder runter. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du schon verloren, Kollege. Ja, aber ich will es trotzdem sehen. Guck mal hier, warte, wenn ich jetzt hier einmal durchlaufe, dann siehst du, dass ich hier unten... Boah, es sieht richtig gruselig aus, wenn du da reinschaust. Ja, ich sehe es. Hey, komm her. Was ist das denn? Ich hol dich noch. Nein, du kriegst mich nicht. Hilfe. Hier, nimm mein Fleisch. Ah, das ist so groß. Wie bist du da runtergekommen? Mit welchem Cheat? Und an dieser Stelle, hallo Sinti. Hallihallöchen, Pat, na? Alles fit? Ja, ich freue mich aufs Verstecken hier, was du vorbereitet hast. Also, 30 Minuten habe ich jetzt Zeit. Danach wirst du versuchen, mich irgendwie auf dieser Map zu finden. Ich würde sagen, Sinti, wir hören uns gleich wieder und es geht los. Die Zeit tickt, ich muss los. Woohoo. Okay, Freunde, und zwar habe ich mir zuallererst überlegt, wir sind ja hier in so einem coolen Villager-Dorf unterwegs. Und zwar habe ich mir gedacht, wir werden auf jeden Fall ein Haus hier am Start haben, wo ich einfach mal als Villager rein kann. Und deswegen, damit ich mich überhaupt zu einem Villager verwandeln kann, muss ich einfach mal mir dieses Schwert schnappen. Wenn ich jetzt hier einen Villager töte von diesem Typen hier, dann bekomme ich die Seele. Und dann seht ihr schon, kann ich mich einfach mal in diesen Villager verwandeln. Damit Sinte allerdings ein bisschen verwirrt ist, werde ich jetzt gleich einfach mal in so ein Haus hereingehen, wo es keine Möglichkeit gibt, hereinzukommen. Er wird sich natürlich wundern, aber wahrscheinlich kommt er dann irgendwann hier drauf, denn ich habe eine Mod installiert, womit man einfach mal durch Wände gehen kann, beziehungsweise ihr seht, ich habe hier so eine Tür. Und diese Tür ist quasi nichts anderes als diese Mod hier, eine geheime Tür nennt sich das Ganze. Und hier kann man das Ganze öffnen. Wenn er wirklich hier reinkommen sollte, muss ich mir natürlich einen Fluchtplan überlegen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich am besten hier nochmal so eine Tür hin. Und die sieht natürlich von außen ganz normal aus, beziehungsweise so aus. Aber dann kann ich auf jeden Fall flüchten. Dann folgt, denke ich mal, eine wilde Verfolgungsjagd. Und womit Sinti nicht rechnet, ist, ich muss jetzt hier am besten irgendwo eine geheime Tür hinmachen. Was wie, wir könnten uns irgendwo weg verziehen. Die Frage ist, wo flüchten wir dann halt? Ich hätte gesagt, wir flüchten zum Beispiel in so ein Haus hier. Machen es aber ein bisschen interessanter, denn hier mache ich einfach mal eine Eisentür herein. Ihr müsst wissen, die Regeln sind, wir dürfen nichts abbauen und... ja, um jetzt hier reinzukommen, habe ich mir überlegt, packen wir jetzt hier einen geheimen Torchlever hin. Das heißt, das ist keine ganz normale Fackel. Also ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Fackeln am Start, aber wenn ich auf die eine Fackel Rechtsklick mache, dann funktioniert es, dass ich die Tür öffne. Und das, ja, darauf werde ich so ein bisschen spekulieren. Ah, die bleibt sogar offen, merke ich gerade. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall auch wieder zumachen. Okay. Sehr gut, das heißt, ich spekuliere so ein bisschen darauf, dass Sinti das nicht checkt. Und dann werde ich einfach mal hier durch diese geheime Trapdoor unten flüchten. Also ihr seht, dann mache ich hier so einen kleinen Gang hin. So, zack. Das ist dann unsere geheime Trapdoor. Wobei, geht das auch in Holz? Ah, okay, es geht auch in Holz. Sehr gut. Ja, dann machen wir es lieber so, Freunde. Zack. Dann können wir einfach mal runter. Jetzt müssen wir das Ganze hier so ein bisschen ausbauen, dass es, dass man auch wieder rauskommt. Deswegen habe ich jetzt hier diesen ganz kleinen Gang kreiert. Wir machen es folgendermaßen jetzt. Und zwar machen wir dann hier noch einmal eine Trapdoor hin. So, die ist natürlich 100% unsichtbar. Das heißt, Sinti wird gar nicht ahnen, dass man hier irgendwie durchlaufen kann. Und das ist natürlich das Gute daran. So, das heißt, das können wir hier auch zumachen. So, gar kein Problem. Zack. Das heißt, das ist unsere nächste Trolling-Variante. Einmal hier in die Ecke, zack, hier durchflüchten, dann wieder hier hoch und dann gelangen wir hier auch wieder heraus, können das Ganze schließen. Ich denke allerdings, dass auch nicht das unbedingt gut gehen wird. Also Sinti wird uns wahrscheinlich auch dann irgendwie erwischen. Wir werden uns natürlich auch irgendwann wieder zum normalen Spieler verwandeln, das ist ja ganz klar. Aber wir brauchen noch eine krassere Stufe, Freunde.
Generell hätte ich gesagt, wir platzieren auf jeden Fall überall hier so im Dorf die Kameras, damit wir auch einen Überblick darauf, davon haben, wo sind die sich überhaupt befindet. Das heißt, hier ist eine Kamera, zack, dann machen wir hier auch noch eine Kamera hin, hätte ich gesagt, die zweite Kamera. Haben wir eigentlich ja schon mal einen recht guten Überblick über alles. Könnten auch noch hier hinterm Haus eine Kamera machen. Ich will allerdings nicht zu viele Kameras platzieren. Vielleicht können wir noch eine Kamera hier irgendwo oben hin machen, an der Wand. Dann haben wir nochmal so einen Gesamtüberblick über die ganze Stadt, sag ich mal, oder über das ganze Dorf. Ich denke mal, das sollte auch so passen. Okay, damit wir aber nochmal wirklich richtig sicher flüchten können, hätte ich gesagt, machen wir hier in diesem Brunnen auch nochmal eine Trapdoor herein. Und diese Trapdoor wird dann zu einem sehr, sehr krassen Gang führen. So, zack, dann können wir nämlich auch jetzt hier herein. So, hier fließt natürlich auch kein Wasser herein. Und wie gesagt, so sieht das Ganze einfach mal für normale Spieler aus. Es fällt also null auf und wird Sinte auf jeden Fall verwirren. So, und dann würde ich sagen, fliegt man dann einfach hier rein. Vielleicht auch in so eine Wassergrube. Oh, okay, dann sind wir irgendwo hier in der Mine, merke ich gerade. Das kann so natürlich auch nicht bleiben, das ist ja ganz klar. Erstmal würde ich sagen, platzieren wir hier Fackeln. Verschönern das vielleicht sogar ein bisschen, ist allerdings jetzt auch nicht so wichtig. Weil, wie gesagt, hier wird ja sowieso nur die Verfolgungsjagd stattfinden. Vorausgesetzt, Sinte findet mich überhaupt, beziehungsweise Sinti findet mich überhaupt. Das weiß ich ja auch noch nicht. So, das heißt, wenn man jetzt hier unten ankommt, brauchen wir irgendeine Möglichkeit, um sehr schnell von der Stelle zu kommen. Deswegen hätte ich gesagt, ich schnapp mir jetzt einfach mal meine Axt und mache jetzt hier mal ein bisschen was mit World Edit weg. So, wir setzen das Ganze mal 0 und haben dann jetzt hier diesen krassen Gang erschaffen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Gang jetzt hier mal ein bisschen vernünftiger. Und ich glaube, was nehmen wir jetzt für einen Block? Wir könnten eigentlich ganz normal einen Stein nehmen. Das sieht eigentlich mit Stein ganz okay aus. Dann würde ich sagen, lassen wir das so mit Stein. So, zack. Sollte auch von der Decke her eigentlich ganz okay sein. Hier auch nochmal. Boah, Leute, es wird sehr, sehr krass. Also, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Wir sind auf dem Weg zur 1 Million Abonnenten und euer Support würde mich wirklich sehr freuen. So, jetzt platzieren wir trotzdem hier nochmal Packed Ice und jetzt hätte ich gesagt, wir platzieren ein Boot, extra nur ein Boot, weil, vielleicht wisst ihr es, dieses Boot ist auf Eis natürlich ultra schnell, das heißt, Sinti wird gar nicht hinterherkommen. Ich hätte sogar gesagt, wir machen das noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich denke mal, so von der Distanz sollte das Ganze auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser sein. Lassen wir das einfach mal so und jetzt werde ich nochmal die restlichen Sachen hier mit Stein ersetzen. Okay, und wenn wir das hier gemacht haben, dann bleibt eine sehr, sehr interessante Sache über. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir jetzt hier so einen kleinen Gang nach rechts machen. So, okay. Und meine Idee war nämlich, dass ich jetzt hier so ein ganz kleines Labyrinth hinmache, dass Sinti ein bisschen verwirrt wird, dass wir jetzt hier verschiedene Gänge hinmachen, dass er sich fragt, okay, wo bin ich jetzt überhaupt hin? Und im Endeffekt bin ich nirgendwo in diesem Labyrinth. Das kann ich jetzt schon mal vorne ab sagen. Also ich werde mich jetzt hier nicht in diesem Labyrinth verstecken. Dieses Labyrinth soll Sinti einfach nur ein bisschen verwirren. Was ich nämlich mache, ist, ich schnappe mir gleich so geheime, unsichtbare Blöcke. Und zwar sind das diese Ghost-Blöcke. Und mit Hilfe von diesen Ghost-Blöcken werde ich mir einfach mal hier, Moment, wir machen es einfach mal so, zack, 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 eine unsichtbare Wand bauen und werde dann einfach mal jetzt hier so fliehen. Das heißt, ich kann jetzt hier durch und ich schnapp mir am besten, wobei, nee, so Leiterblöcke mache ich sogar. Genau, zack. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen, kann ich einfach mal hochklettern und wir sind oben einfach mal erwischt. Das heißt, er wird es gar nicht ahnen, ist das Krasse daran. Und man kommt man überhaupt wieder zurück? Ich weiß gar nicht, man kommt gar nicht mehr zurück. Also wenn wir einmal rausgehen, kommen wir nicht wieder rein. Das macht das Ganze so spannend. Also hier nochmal die Perspektive, so sieht das hier aus. Und dann, ja, dann ist halt die Frage, was machen wir, wenn er wirklich hier uns noch finden sollte. Ich habe mir gedacht, okay, dann flüchten wir vielleicht einfach mal in so einen Baum herein. Denn ich habe mir nochmal eine Mod geholt und damit kann ich mich einfach mal schrumpfen. Zum Beispiel seht ihr, bam, ich bin auf einmal nur noch so klein, kleiner als ein Baumblock. Und mit Hilfe von dieser Mod hier kann ich einfach mal in diesen Baum reingehen. Also ich mache mich jetzt nochmal so ein bisschen kleiner, zack. Jetzt bin ich nämlich nur noch 2 Pixel groß. So, das würde bedeuten, wenn ich jetzt einfach mal hier ein bisschen hochgehe, könnte ich jetzt hier sogar mein eigenes Zuhause
in einen Baum hereinmachen. Und das macht das Ganze natürlich super interessant. Wir können jetzt hier auch einfach so Glasblöcke reintun. Ich weiß es gar nicht, finde ich hier so spontan solche Glasblöcke, zack. Also ich versuche mich jetzt hier einfach mal so ein bisschen höher zu bauen. Brauche jetzt hier nochmal diese Birch Blocks. Also wir sind dann quasi in meinem eigenen kleinen Haus. Richtig, richtig nice. So, zack. Und jetzt muss ich noch gucken, dass wir, wie gesagt, irgendwie hier noch nach oben flüchten können. So, zack. Ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus, Leute. Richtig, richtig nice. So, und dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch Glas. Da haben wir Glas. Und dann machen wir hier so eine ganz kleine Glas... Ah, Moment, das war der falsche Block. Dann machen wir jetzt hier nochmal so eine ganz kleine Glasfront herein. Oh nein, kann ich da überhaupt nicht durchschauen? Oder kann ich da durchschauen? Mich ist gerade ein bisschen verwirrt. Oh doch, ich kann durchschauen. Perfekt. Also Leute, so sieht das Ganze dann von außen aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Synthi das Ganze so erkennen wird. Aber da flüchten wir dann zum Schluss rein, hätte ich einfach mal gesagt. Also wenn wir jetzt ein bisschen größer sind oder normal sind, dann sehen wir einfach mal so aus. Kann sein, dass es auffällt. Weiß ich nicht. Okay, Leute. Es bleibt sehr spannend. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal das Glück. Die Zeit ist jetzt auch jeden Moment vorbei. Let's go. Okay, Synthi, es ist soweit. Und zwar werden wir uns jetzt einfach mal gegenseitig versuchen zu finden. Beziehungsweise du versuchst, mich zu finden. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Es wird also sehr spannend. Und ich würde sagen, geh am besten erstmal jetzt noch 30 Sekunden hier rein. Lass mir einen kleinen Vorsprung. Und dann würde ich sagen, 30 Sekunden beginnen genau jetzt. Okay, also die Zeit beginnt. Okay, 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 Freunde. Also ich habe euch ja erzählt, was hier mein Plan ist. Also Synthi, du kannst mich hören. Wie gesagt, ist gar kein Problem. Hab den Zuschauern schon hier gerade erzählt, was mein Plan ist, ne? Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es wird sehr, sehr krass, das kann ich dir sagen. So, und ja, die Zeit, 30 Sekunden, sind auch in 7 Minuten, 7 Sekunden vorbei, genau. Und ich bin gespannt, ob du mich finden wirst oder nicht. Ich, okay, die Zeit ist bimmelt. Du kannst loslaufen, Synthi. Du kannst loslaufen! Jetzt mal los. Dann lauf los, lauf los. Okay, okay. Also ist auch eine etwas größere Map, muss man sagen. Deswegen haben wir jetzt hier auch kein Zeitlimit oder sowas am Start. Okay, also ich habe Synthi auf jeden Fall gesagt, dass ich hier einige Sachen vorbereitet habe. Das heißt, ja, du musst auf jeden Fall auf alle möglichen Sachen achten, weil sonst kann es sein, dass, ja, dass du mich nicht finden wirst. Ja, aber da bin ich mir sicher, dass ich das schon hinbekomme, denn ich habe ein gutes Auge. Ja, Wirklich alles taste ich hier ab, ne? Hier mit Anschlagen, alles, aber... Okay, Leute, ganz kurze Planänderung. Ich glaube, Synthi wäre so oder so irgendwann aufgefallen, aber Kameras kann ich nicht nutzen, weil irgendwie fängt der Server an zu laggen. Aber ist noch nicht so schlimm. Ihr habt ja Synthi sich gerade noch nebenbei offen, aber... Synthi, ich sag mal so, wenn es du mich... Es ist nicht einfach, ne? Ich teste hier alles im Boden, im Wasser, weil es ist ja immer so ein Indiz oder hier in diesem Kübel. Aber ich finde noch nichts. Vielleicht bei den Häusern hier irgendwo, ne? Ja, findest du nichts. Bei den Bäumen auch immer ganz oft für Verstecke, ne? So Bäume, ne? Findest du... Die Kuh. Die Kuh sieht mir ziemlich auffällig auf. Au! Oh! Nee, aber irgendwie ist die ein bisschen aggressiv. Keine Ahnung. Oh! Warte mal. Warte. Pep, bist du hier gerade reingelaufen? Wo? Hier durch die... Hä, aber wo ist die Tür? Hä? Was? Hier ist gerade ein Villager gewesen, aber der ist verschwunden. Trollst du mich gerade wieder mit irgendeinem Villager? Ich hab gesagt, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist, aber ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Aber ja, vielleicht war ich... Ist hier jemand in einem Haus verschwunden, einfach so. Okay. Nee, ich komme da nicht durch. Hä? Wie ging das? Ey, das bist du doch. Hier, bleib stehen, Pep. Oh mein Gott. Du warst es. Kollege. Bleib stehen, Pep. Komm. Krieg ich. Oh Gott. Oh, ich bin aus dir geflogen. Okay. Wo bist du? Okay. Hey, was? Wo bist du hin? Ich bin auch hinterher gerannt. Was? Wo bist du? Ah, okay. Ich bin außerdem einmal ganz kurz abgehoben, muss ich dazu sagen. Es war nicht extra. Hä, wo bist du hin? Ich war doch direkt hinter dir. Ja, hier sind halt mehrere Villager in dem Dorf, ne? Das macht das Ganze. Ja, aber du hast so einen auffälligen Hut gehabt, deswegen, Wo bist du denn hin? Wo ich hin bin, das kann ich dir jetzt. Ehrlich gesagt nicht. Du bist in das Haus irgendwie, aber wie. Hä? Ich brauche einen Knopf, um die Tür zu öffnen oder einen Schalter. Na, ich glaube. Warte. Hier ist ein Fenster, ich kann reingucken. Nee, da bist du gar nicht drinne. Hä, doch, da bist du! Wie bist du da reingekommen? Oh Gott! Mach die Tür auf! Was? Wie kommt man da rein? Ich habe leider keine Spitzhacke oder sowas. Was? Du hast keine Spitzhacke am Start? Nee, aber ich hab gesehen, du nicht einfach den Tunnel hier? Warum nimmst du nicht den Tunnel hier? Hallo? Hier, hinterm Haus! Geh einfach in mein Haus!
Ja, da ist... Ha? Da ist ein Tunnel, nimm doch den Tunnel. Ja, Moment, ich geh rein. So. Oder kannst auch lieber, ich empfehle dir was anderes. Geh lieber zum Brunnen. Geh lieber zum Brunnen. Brunnen. Ja, zum Brunnen ist ein bisschen besser. Du verwirrst mich, ich krieg dich gleich, ne? Ich hab ein Schwert hier. Oh, beim Brunnen Gott, bin ich. Hilfe! Oh Gott! Ich komme! Du bist du da runter, nicht, ich bin direkt hinter dir. Du kommst nicht schnell. Oh nein. Bleib stehen! Bleib stehen, Pat, ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich bin hinter dir, komm. Nein, das schaffst du eh nicht, Sinti, das schaffst du eh nicht. Wo bist du? Im Labyrinth. Hier ist es so dunkel, wie konntest du was sehen hier? Ja, ach, ich hab mir Night Vision gegeben, hab ich dir voll vergessen zu sagen, muss ich dazu sagen. Wo bist du hin? Ich häng im Labyrinth fest. Ich bin weg. Oh, du, hier ist wieder irgendwas faul, ne? Hier ist irgendwas faul. Ach, Pat! Was denn? Wo bist du denn? Oh, ich kann's, warte. Was? Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Wo denn? Schau mal hinter dich. Nein, ich bin da nicht. Du bist... Nein! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh Gott! Findest du mich nie? Du findest mich hier nie. Wie bist du in den Baum rein? Ah, hallo! Ich kann reingucken, hier ist ein kleines Loch. Oh nein! Hier. Ich hab selbst kaputt gemacht. Oh, ich spring auf dich. Du hast mich leider erwischt, ey. Du warst echt gut. Aber es war ein lustiges, es war ein spannendes Verfolgungsjagd. Ich hab dich die ganze Zeit gejagt, wie ein Großer. Ach, ey, Mann, ey. Gut, dann mach ich wieder hier groß. Ja, was sind die allerdings nicht weiß, ist, ich habe mir komplett neue Mods reingeladen. Unter anderem einfach mal eine Tür. Und zwar diese krasse Buchtür. Und wir sehen, diese krasse Buchtür macht Folgendes, wenn ich einfach mal ein Buch hier rein tue. Ich muss das Ganze hier nochmal ein bisschen absperren. Dann seht ihr, wenn ich dieses Buch hier rein tue, zack, geht einfach mal die Tür nach links und ich kann das Ganze auch wieder rausnehmen. Ist also richtig, richtig nice und 100% unsichtbar. Dementsprechend war meine Idee, dass wir auf jeden Fall in ein Haus reingehen. Ich habe mir hier lustigerweise noch so einen Creeper als Reittier geholt. Sieht, denke ich mal, auch ganz cool aus. Ich dachte mir, die erste Baustelle wäre dann dieses Haus hier. Damit sind hier allerdings mich aus den Augen verliert, muss ich einmal das Ganze hier wieder zubauen. So, zack. Okay, dann machen wir das hier so zu. Und dann werde ich einfach mal hier Bücherregale platzieren, damit das halt auch möglichst unsichtbar ist, das Ganze. So, also ich nehme jetzt hier diese Bookshelf Door. Okay, sieht auch schon mal perfekt aus. Und wenn ich mir jetzt dann hier noch einmal ganz normale Bücherregale schnappe, dann sehen wir, zack, dann sieht das echt schon gut aus. Also wie gesagt, 100% unsichtbar, um genau zu sein. Also klar, man könnte vielleicht denken, dass hier irgendwas ist, weil so ein bisschen, ja, so einen kleinen Hinweis bekommt man natürlich trotzdem. Allerdings würde ich behaupten, dass es immer noch sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier das Buch reinschieben, seht ihr, bam, geht's einfach mal zur Seite. Und wenn wir das Buch wieder rausnehmen, dann geht das Ganze hier wieder zu. Und ich dachte mir, von hier aus werden wir uns einfach mal eine Leiter schnappen. Wir platzieren sie einfach mal hier nach oben. So, zack, kommen dann hier oben wieder heraus. Und Sinti wird natürlich nicht wissen, wo ich langgelaufen bin. Die Nametags müssen wir gleich noch übrigens deaktivieren. Noch sind sie hier aktiv, deswegen kann ich noch Sintis Namen hier durch die Wand sehen. Aber wenn wir dann soweit sind, kommt dann einmal hier ein Ghostblock hin. Und der wird dafür sorgen, dass ich auch wieder hier herauskommen kann. Denn aktuell ist das Problem, dass ich hier nicht rauskomme, deswegen machen wir einfach mal den Block hier weg. So, zack. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, super. Das ist dann so gesehen der erste kleine Prank. Machen wir weiter mit der nächsten Tür, denn tatsächlich habe ich mir auch was Cooles überlegt. Ihr seht ja hier diese ganzen Steine, also auf dem Boden. Und diese Steine sollen natürlich nicht nur so bleiben, sondern ich habe mir einfach mal überlegt, dass ich dann mit dem Creeper nach hier hinten flüchte. Wobei, irgendwo, wo sollte ich ein bisschen flüchten? Wir machen es anders, Freunde. Und zwar habe ich hier eine Partikeltür am Start. Und diese Partikeltür macht Folgendes. Wenn ich jetzt hier Rechtsklick mache, mir diesen Schlüssel schnappe, dann seht ihr, muss ich einfach mal diesen Partikeln hier folgen. Und wenn ich das hier mache, dann sollte ich eigentlich mich gleich darunter teleportieren. Funktioniert allerdings noch nicht, weil unter uns noch nichts Leeres ist. Also ich muss noch unter uns quasi alles ausbuddeln. So, ich habe mir jetzt nämlich hier einmal da unten ein bisschen Platz gemacht. Und wir sehen jetzt nämlich, sobald ich diesen Schlüssel in die Hand nehme und mich dann hier so ein bisschen mitdrehe, dann ist es einfach mal so, dass ich nach unten teleportiert werde. So, wir sehen, da erscheinen nämlich hier solche Feuerpartikel. Und ich muss dem Ganzen hier nur folgen. Und wir sehen es jetzt jeden Moment. Zack, bumm, wurde ich teleportiert.
teleportiert. Das wird auf jeden Fall gleich echt interessant, ob es so, auch so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. So, von hier aus sind die wirklich gar keine Chance reinzukommen. Das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Deswegen werde ich mir jetzt hier so einen kleinen Undercover-Tunnel bauen. Und diesen Undercover-Tunnel wird Sinti, wie gesagt, nie im Leben sehen. Und von hier aus werden wir es einfach mal so machen, dass wir dann in das Haus hier drüber reinklettern. Also zack, wir sehen hier Leitern, bumm. Und jetzt sind wir dann einfach mal im Haus drin. Einzige, was man natürlich verdecken sollte, wäre diesen, diesen Block hier. Weil aktuell könnte man da ja einfach reinspringen. Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend schnappe ich mir einmal eine geheime Trapdoor. So, und jetzt mit dieser geheimen Trapdoor hat man auch keinen Plan mehr, dass da überhaupt irgendwas sein könnte. Also wirklich perfekt, Freunde. Ich hoffe gleich, wie gesagt, nur, dass hier alles funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wie dem auch sei, danach werden wir nämlich einfach mal in dieses Haus hereinrennen. Hier ist allerdings auch eine coole Sache am Start. Ich werde hier nämlich eine Sackgasse hinmachen. Ich wollte hier nämlich erstmal durchs Haus gehen, aber das lassen wir einfach mal. Wir machen hier nämlich eine Sackgasse heraus. Und klar, auf dem allerersten Blick wird es so aussehen, dass man jetzt hier nicht durchkommen kann. Das wird allerdings nicht der Fall sein, denn ich habe mir Folgendes überlegt, Freunde. Wir platzieren hier eine sogenannte Cloud Door. Das heißt, wenn ich jetzt einmal hier das Ganze platziert habe, das ist schon der Fall, und jetzt hier durchlaufe, seht ihr, ich kann da einfach durch. Das einzig Komische, was eigentlich nicht sein sollte, ist, dass die Tür wieder neu spawnt. Also eigentlich müsste die Tür dort wieder ganz normal sein. Das wundert mich gerade ein bisschen, aber gut, sonst machen wir das einfach auf die manuelle Art und Weise, platzieren die Sachen wieder selbst hin. Ist ja auch kein Problem, es geht nur um den ersten Effekt. Und das funktioniert ja, dass man im ersten Moment denkt, okay, man kann halt nicht durchlaufen und dann, bumm, entfernen sich einfach die Blöcke. Ich denke mal, das macht auch nochmal einen super guten Eindruck. Aber Freunde, wie gesagt, unser Ziel am Ende des Videos ist immer noch das Haus im Baum. Und das wird auch stattfinden. So, ich mache das Ganze hier am besten auch nochmal zu, würde ich sagen. Und dann mache ich auch ebenfalls hier eine... Wobei, nee, komm, das machen wir so. Das machen wir so. Das passt schon so. Okay, Freunde, aber die Verfolgungsjagd wird bis dahin schon sehr, sehr krass sein. Aber schaut euch das an. Wir machen nämlich hier einmal eine geheime Tür im Boden. Wenn ich jetzt nämlich hier diesen Schlüssel hinwerfe... Oder warte mal, nee, rechtsklicke war das, oder? Ja, wir sehen, zack. Wenn ich hier rechtsklicke, dann öffnet sich einfach mal ein geheimer Gang im Boden. Und diesen geheimen Gang im Boden werde ich natürlich auch ausnutzen. So, das heißt, ich muss jetzt hier schon mal dafür sorgen, dass wir grob ja hier runterkommen können. Weil, hier werden wir dann eine Kleinigkeit machen. Und zwar werden wir dann dafür sorgen, dass wir am Ende der Stadt kommen. Also irgendwie dort hinten, dachte ich mir. Hier ist ja eigentlich schon so ein ganz schöner Baum. Dann können wir uns da theoretisch so ein kleines Haus reinmachen. Also ich glaube, die beste Art und Weise wäre, erstmal ganz kurz hier wieder zumachen. So wird das dann aussehen. Ah, das ist nicht optimal, Freunde. Das ist nicht optimal. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir da ohne Probleme reinlaufen können. So, zack. Dann hier rein und dann hier wieder zumachen. So, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Okay, also Freunde, mein Plan wäre, wir machen uns jetzt hier eine super lange Eisfläche hin, dass wir auch so schnell wie möglich bis zum anderen Ende der Map kommen, dass er auch keine Ahnung hat, wo wir überhaupt sind. Deswegen mache ich jetzt einmal hier die zweite Position hin, mache alles weg und da haben wir sogar schon in 0, nichts den Gang erschaffen. So sieht er dann einfach mal aus. Sinti wird ja wahrscheinlich schaffen, hier irgendwie reinzukommen, aber das ist kein Problem. Er wird nämlich nicht nachkommen, weil ich werde nämlich hier nur ein einziges Boot platzieren. So, zack, dann machen wir einfach mal hier solche Fackeln hin, gar kein Problem. Und den Boden ersetzen wir einfach mal jetzt mit Eisblöcken. So, und da haben wir schon die Eisblöcke am Start. Das sieht doch wirklich Hammer aus. Okay, das heißt, wenn wir jetzt unser Boot hier am Start haben, dann können wir einfach mal, zack, hier drüber gleiten. Und dann gelangen wir jetzt gleich auch zum kleinsten Haus in ganz Minecraft, beziehungsweise im Baum. Um jetzt hier hochzukommen, machen wir das Ganze wieder ein bisschen tricky. Und zwar schnappen wir uns hier diese geheimen Leitern. Das heißt, auf den ersten Blick wird Sinti natürlich auch nicht denken, dass das hier Leitern sind. Aber selbstverständlich sind es Leitern. So, zack, das heißt, ich kann jetzt hier einfach hochklettern, so, ups, und dann bin ich oben. Und das Beste daran ist, wir können das Ganze auch
100% unsichtbar machen. Das heißt, wir können hier runterklettern und wir können dann auch natürlich von hier gar nicht sehen, dass hier irgendwas ist. Das macht das Ganze so lustig. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, diesen Baum nutzen wir einfach mal, um einen geheimen, um hier was Geheimes reinzubauen. Um jetzt erstmal in den Baum reinzukommen, werde ich hier eine geheime Druckplatte platzieren. Und das ist sie einfach mal, Freunde. So, das hier ist wirklich eine Druckplatte. Das heißt, darunter kommt natürlich auch noch ein Command-Block hin. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die Command-Blöcke auf dem Server aktiviert sind. Das wäre auf jeden Fall gut. Okay, jetzt soll es funktionieren und dann müsste das auch funktionieren. Sobald wir jetzt auf diesem Block drauflaufen, wir gucken mal nach. Und jawohl, wir sehen, wir schrumpfen einfach mal zum Mini. Und jetzt werden wir einfach nochmal schnell ein wunderschönes Haus bauen. Hier in diesen Baum. Okay, jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass das Ganze auch einigermaßen gut aussieht. Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal hier das hier. So, und dann hauen wir mal den einen oder anderen Block hier weg. So, zack. Okay, Freunde, also ich werde das jetzt ganz wahrscheinlich ein bisschen beschleunigen. Also ich hau hier auf jeden Fall schon die einen oder anderen Pixel weg. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant aus. So, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir dann da auch irgendwie hochkommen in diesen Baum. Dass man vielleicht sogar Sinti so ein bisschen beobachten kann. Ich hoffe natürlich, dass er das nicht sofort checkt. Deshalb jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie dort nach oben kommen. So, also ihr seht auf jeden Fall, dass ich hier gerade so eine Treppe baue. So kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Und die wird jetzt auf jeden Fall bis nach ganz oben gehen, sodass wir dann dort irgendwie Fenster haben, wo wir dann durchschauen können. Ich bin echt gespannt, ob das so funktioniert. Also so sieht unsere Base übrigens gerade aus, von außen so gesehen. Die ist noch nicht so weit oben, deshalb wir werden nochmal ein bisschen was nachlegen müssen, weil sonst ist es auf jeden Fall noch ein bisschen zu tief. Und ich habe es hinbekommen, auf jeden Fall, dass man hier schon mal rausschauen kann, von der einen Seite zumindest. Ich will aber noch irgendwie hinbekommen, dass man von der zweiten Seite so ein bisschen rausschauen kann. Ja, das gefällt mir, Freunde, das gefällt mir auf jeden Fall. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen Glas reinhauen, weil sonst werden wir auf jeden Fall nicht in der Lage sein, hier durchzuschauen. Deswegen platzieren wir jetzt hier so Glasblöcke. Zack. So, sehr schön. Glasblöcke sind dann hier auch am Start. Und dann können wir hier auf jeden Fall auch ohne Probleme durchschauen. Also wie gesagt, da ist Glas. Sieht man das überhaupt? Okay, anscheinend, obwohl ich da Glas platziert habe, sieht man das gar nicht so genau. Aber wie gesagt, ich kann da nicht mehr durchlaufen, egal was ich mache. Wobei, da fehlt noch ein kleines Loch. Okay. So. Ja gut, also Freunde, ich würde sagen, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Hier oben können wir theoretisch schon ein bisschen was hinbauen. Ein Bett oder sowas vielleicht, das wäre noch ganz cool. So, dann haben wir einfach mal hier unser wunderschönes Bett am Start, Freunde. Alter Schwede, ganz ehrlich, da will man doch gerne drin schlafen, oder? Leute, sieht das nicht nice aus, hier so ein kleines Mini-Bett. Daneben können wir nochmal so ein paar andere Blöcke theoretisch hinplatzieren. Dann macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen besseren Eindruck. Joa, Leute, gut. Ich würde sagen, das ist genug Gepranke gewesen. Lasst, wie gesagt, jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Let's go. Okay, Sinti, lass uns starten. Ich werde dich sowas von besiegen. Und ja, ich würde sagen, du hast 20 Sekunden Zeit, um mich zu suchen. Beziehungsweise ich habe 20 Sekunden Zeit, um mich zu verstecken. Okay. Deswegen, die Zeit beginnt genau jetzt. 20 Sekunden sind jetzt genau am Starten und ich bin echt gespannt. Sinti, du wirst mich nie im Leben bekommen, das sage ich jetzt schon. Das glaubst du wohl selber nicht. Ich bin mir so sicher, dass ich dich bekommen werde, Pet. Nie im Leben wirst du mich bekommen. Okay, so. 4, 3, 2, 1 und komm raus, Sinti, du kannst rauskommen. Wo bist du, wo bist du? Komm, ich. Wo bin ich bloß? Hier vielleicht in dem Baum, in der Baumkrone. Ich tue mal alles immer ab, weil du machst immer ganz viele Fallen, das weiß ich doch. Ja, ich weiß. Aber das, was heute passiert, das wird auf jeden Fall alles sprengen. Oh Gott, was ich gesehen habe. Da bist du. Oh Gott, oh Gott, okay, nein, das hat nicht funktioniert, Sinti. Oh Gott, ich muss weg. Wo bist du? Oh Gott. Links, rechts? So, zack. Okay. Ich dachte eigentlich, dass du nicht schaffst, mich das so zu verfolgen, aber... Okay, wir Freunde. Aus, ja? Ich bin hier in dem Schlafzimmer, hä? Wo bist denn du hin? Komm mal her, Alter. Wo ich bin? Ich bin im Garten. Im Garten? Warte mal, du bist doch gerade die Treppe hoch, oder? Ja, ich weiß. Du musst mich im Garten suchen. Auf jeden Fall bin ich dort, keine Sorge. Okay, warte mal, ich... Oh,
jetzt hat es funktioniert. Okay. So, hast du mich im Garten gesehen? Ja, ich hab dich gesehen, wie du da mit irgendwas nicht rumgedreht hast. Aber wo bist denn du hin? Du bist hier in den Boden. Hier ist irgendwo ein geheimer Garten. Ich seh's doch. Sind die. Wo bist du denn in welchem Garten? Im Garten hier. Hier ist hallo, du bist im falschen Garten. Oh Gott. Nein. Oh nein, ich bin in der Sackgasse. Komm, denkst du, ne? Als ob ich in der Sackgasse bin, ne? Okay. Oh, das hast du noch. Nein, das hätte gar nicht offen sein dürfen, aber ist egal. Mein geheimer Gang. Du kriegst mich nie, Sinti. Ich hab hier das super schnelle Boot. Oh mein Gott. So, weg. Hier, nimm mal Auto, oder was? Was? Wo bin ich? Hä? Ich hab mich aufgelöst, Sinti. Ich bin weg. Du findest mich nie. Hä? Du bist in deinem Auto, oder? Ich bin im Boot noch, ja. Im Bahnhof bin ich reingegangen. Im Bahnhof? Der ist hier. In den Bahnhof, ja, in den Bahnhof musst du nachschauen. Mal. Waiting room? Hä? Nein, geh mal aus dem Bahnhof heraus. Ja, hier mit dem blauen Auto, oder? Hä, siehst du mich? Welches blaue Auto? Ich nicht. Was mache ich gerade? Du machst gerade gar nichts, oder? Doch, ich werf mit Blöcken rum. Das heißt, du siehst mich gar nicht. Wo bist denn du? Weiß ich nicht. du kannst noch selbst entscheiden, ob du mich heute findest oder nicht. Also ich sehe dich auf jeden Fall die ganze Zeit. Du siehst mich nicht, lügst. Du rennst hier im Kreis herum. Okay, jetzt guckst du nach gerade. Oh nein. Warte mal. Da. Pat? Ja? Nein, keine gute Idee. Bleib stehen. Was mache ich jetzt? Ich bin ein... Oh Gott. Du bist doch... Nein, du hast mich nicht. Doch, zu 100%. Warte mal. Hier, oder? Oh nein. Wo bist du? Hier standest du doch gerade. Wo denn? Hier. Wo? Hä? Hier ist ein Bett, aber wo bist du? Hä? Das kann nicht sein. Pat, wo bist du denn? Ich weiß es auch nicht. Ich bin auf jeden Fall geflohen. Keine Sorge. Bist du wieder groß? Wo bist du denn, Pat? Okay. Also gibst du auf? Ja, hä? Nein, aber ich hab dich doch eigentlich gesehen. Wo bist du? Das kann aber nicht sein, Sinti. Das kann nicht sein. Doch, du... Was hast du gemacht, Pat? Ich hab gar nichts gemacht, aber... Ich sag mal so, wir waren ganz knapp aneinander. Du hast mich aber irgendwie nicht gesehen. Und jetzt bin ich wieder draußen. Ich seh dich. Hallo! Hey. Oh nein, du hast ihn abgebaut. Das ist gegen die Regel. Das heißt, ich hab gewonnen. Ups. Du hast den Block kaputt gemacht. Das war nicht gewollt. Oh Gott, Leute. Sehr, sehr nice. Ja, jetzt ist zu spät. Gut, Leute, das heißt, ich habe hier eindeutig gewonnen. Sinti, das war wohl nichts. Vielleicht beim nächsten Mal. Lasst doch für die coole Aktion ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Bis dann und ciao.